Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo am Mittwoch. Ja, das ist so ein Satz, den kann man sich sparen. Fangen wir mit den offensichtlichsten Dingen an. Wir machen heute ein Update. Heute ist mal wieder Zeit, dass ihr ein bisschen erfahrt, was die letzte Zeit bei mir so los war. Und ja, dieses Update beginnen wir jetzt mal mit dem offensichtlichsten. Ich habe mir die Haare geschnitten. War so eine Geschichte von, ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich kriege graue Haare. Meine Mutter hat zu mir gesagt, du kriegst keine grauen Haare, deine Haare kriegen nur keine Luft, weil du sie schon seit 5 Jahren nicht mehr geschnitten hast. Ich habe gesagt, okay, Mom meint, es ist Nacht. Ich habe gesagt, nee, wir haben am nächsten Tag nochmal, es war wieder Nacht. Ich habe zu Mom gesagt, jetzt sei es drum, ich lieber habe ich ein riesen Loch im Haar, als dass ich jetzt noch einen Tag warte. Mom schnitt und ich bin eigentlich recht zufrieden. Und wenn ich sie auf der Kamera sehe, habe ich ein bisschen hier einen Trall, aber das ist, nächster Punkt. Leo hatte Geburtstag und der ist jetzt 1 Jahr alt. Sag, ich bin jetzt 1 Jahr alt. Ja. es gab Karottenkuchen. Ich bin gelobt worden von allen. Meine Mutter, meine Großeltern, beiderseits. Beiderseits stimmt nicht. Einerseits war nur die Großmutter. Haben gesagt, es sei einer der besten Karottenkuchen, die sie je gegessen haben. Und ich habe mir gedacht, yes. Weil es war das erste Mal, dass ich Karottenkuchen gebacken habe. Was gibt's noch? Bei meinem Vater ist gerade eine Menge los, weil er hat gerade 2 Computer, die er aufbauen sollte. Und irgendwie ist es so, also es sind Gebrauchte, die waren früher bei seiner Arbeit im Geschäft und die hat er jetzt übernommen für zu Hause. Und es hieß nicht umsonst hat meine Mutter immer den Witz gemacht, mein Vater, sein Geschäft ist keine GmbH, sondern eher ein Verlag. Wir haben irgendwie so ein paar Punkte verlegt von dem. Und jetzt gehen wir voraussichtlich am Mittwoch, am Samstag oder am Donnerstag, also morgen. Heute ist Mittwoch, deswegen gehen wir am Morgen. Es ist ja Samstag. Ja, toll. Ist ja. Zeit ist relativ. Dann gehen wir auf jeden Fall morgen. Läuft bei mir. Gehen wir dann dahin und gucken, ob wir die Kabel noch finden. Und wenn wir eh schon da sind, dann gehen wir noch zu irgendeinem Fastfood-Laden und ich krieg Fritten. Ja. Was gibt's noch? Kommen wir zu dem Punkt, über den ich mich ein bisschen drücken wollte. Update zum Thema Handy. Also, ich habe euch ja mitgenommen bis jetzt. Ich habe euch erzählt, wie es mit dem 1&1-Vertrag gelaufen ist. Also, dass ich den nicht wollte, dass ich dann doch überlegt habe und so weiter. Und jetzt hat es eben zufälligerweise klingt immer so, aber für mich war es wirklich ein Zufall, habe ich gelesen, dass die Telekom gerade, wenn man Verträge abschließt und zufälligerweise schon Bestandskunde ist und Magenta 1 hat, das doppelte Datenvolumen kriegt. Und habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, das nehme ich jetzt mit. Und weil wenn ich schon zahlen muss, mehr als normalerweise bei den meisten, dann will ich wenigstens doppeltes Datenvolumen haben. Ich brauche es nicht, aber ich will es haben. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall erst zur Telekom, weil ich dann gesagt habe, ich will meine Rufnummer mitnehmen. Und dann muss man meinen Prepaid-Vertrag auf mich umschreiben, was übrigens umsonst ist. Aktuellen Stand 2018, stimmt Schatz? Dann haben wir das gemacht, dann haben wir nochmal gelesen und dann habe ich dann gedacht, habe ich gelesen mit diesem, dann habe ich auch das mit dem Datenvolumen gelesen, dann habe ich gesagt, ich wandle meinen Vertrag um und da ging es dann aber nicht mehr mit der Rufnummernmitnahme, aber da muss man jetzt auch den Vertrag erstmal auf mich umnennen und dafür sind wir dann wieder zum Telekom-Laden. Wo ich übrigens einen ultra netten Berater bekommen habe, der ist echt super nett gewesen und ohne den hätte ich das wahrscheinlich überhaupt nicht so gemacht, weil der hat mir auch Fragen beantwortet und der war wirklich sehr nett zu uns. Und bei meinem ersten Vertrag, da war es ja wirklich so das Gefühl, holla, was ist denn jetzt passiert? Was habe ich da denn jetzt angerichtet? Dieses Mal muss ich sagen, als ich den dann abgeschlossen habe, war es echt nur so ein, gut, jetzt ist es erledigt, stimmt, wie.
Entschuldigt. Ja, und dann sind wir, dann musste ich dann nochmal hingehen, weil dann haben sich nochmal zwei, drei Fragen aufgetan. Und dann, als ich dann dort war und diese Fragen beantwortet waren und alles so geklärt war, habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mom, ich will es jetzt fertig machen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht nochmal hinlaufen müssen. Und ja, dann haben wir den Vertrag abgeschlossen. Ich werde euch jetzt sagen, dass ich dann, dadurch, dass ich jünger bin, unter 27, also und unter 26 sogar noch, habe ich jetzt noch den Magenta Young Vertrag abgeschlossen mit doppeltem Datenvolumen und habe dazu dann noch ein Handy geholt, weil, ja, musste sein, weil mit dem, nämlich, das ich jetzt hatte, das BlackBerry, mit dem konnte ich nicht schreiben. Man muss es echt nicht für möglich halten, aber ich konnte mit dieser Tastatur nicht schreiben. Das war unglaublich, ja. Und zu diesem Handy habe ich jetzt genug Datenvolumen, dass ich da nie wieder WLAN aktivieren muss. Und wenn ich nicht so dappig bin wie gestern, als ich es eingerichtet habe, da habe ich nämlich dann eingerichtet und dann kam eine E-Mail von meiner E-Mail-Adresse. Ich soll doch bitte bestätigen, ob ich jetzt das auf der App nutzen will oder ob ich es lieber im Programm nutzen will. Und dann habe ich die E-Mail gelöscht. Ich habe die E-Mail noch 5 weitere Mal bekommen, immer gelöscht, nicht einmal gelesen. Und dann beim 5. Mal habe ich so gedacht, also, weißt du, das nervt ja schon. Was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? Und dann habe ich das so gelesen, habe mich noch die ganze Nacht gefragt, warum synchronisiert sie mir meine Kontakte nicht? Warum? Ja, danach wusste ich, jetzt synchronisiert sie mir meine Kontakte, hat sie mir dann meine Kontakte innerhalb von Sekunden synchronisiert und mein Kalender auch. Und jetzt habe ich alles da drauf, was ich brauche. Und ich bin jetzt wieder fit. Ja, und ich habe jetzt auch wieder WhatsApp. Ich kann also wieder Leuten schreiben. Hallo, ich bin's, Elena. Ich habe mich verlaufen. Foto. Hier stehe ich. Wo muss ich hin? Geht jetzt auch wieder. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wo das letzte Update-Stand war. Deswegen muss ich gerade schätzen. Zurzeit fällt es mir ein bisschen schwer, weil die Sonne ja draußen ist und bekanntermaßen bin ich immer total müde, wenn Sonne da ist und so weiter. Und ja, ich fläts mich der Nacht entgegen. Was denn? Wie bist du sonst formulieren? Ja, ich fühle mich auch seit einer Woche besser. Da stehe ich auch wieder früh auf. Das muss ich mal lassen. Ich meine, jetzt alle, wo gibt es die Sonne? Ja, das ist ja ein Update allgemein. Das soll ja jetzt ein bisschen, ich hole ja auch aus. Ich meine, den Vertrag habe ich auch letzte Woche abgeschlossen. Ja, hat es da geseucht. Entschuldigt. An dem Tag, das war so, an dem Tag, als ich den Handyvertrag abgeschlossen habe, in der Gegend so ein Unwetter gehabt. Ich bin los, da war es noch so ein bisschen bewölkt und dann sind wir in dem Laden drin gewesen und dann ist da so ein richtiger Regenschauer runtergekommen. Dann sind wir raus aus dem Laden und es hat aufgehört zu regnen. Und dann sind wir ins Edeka, woanders hin, also nicht in meinem gewohnten Edeka. Und dann sind wir da in dem Laden gewesen und ohne Witz, es war so, dass es da gehagelt hat. Es hat richtig fette Hagelkörner auf das Dach getan. Und es war so laut, dass ich dann teilweise im Laden stand und so geschrien habe, wir brauchen noch Ketchup. Und ich bin mir so dämlich vorgekommen. Und ich hatte jedes Mal so Schiss, dass während ich schreie, dass dieses blöde Hagel aufhört. Ja, und als wir dann aus dem Laden raus waren, wo es wieder nicht geregnet hat, war vorm Auto wirklich, ich glaube, so ein Haufen Hagel. Das war schon ein bisschen krass. Ja, was gibt es noch so zu erzählen? Also Leo, der ist gerade zurzeit ein bisschen aufmüpfig. Der hat gerade so ein paar ganz blöde Eigenarten. So zum Beispiel stalkt er meine Mutter, wenn sie im Bad ist. Dann kommt er da reingehüpft, guckt sie so ganz groß an, dann geht er an ihre Füße und dann wirklich... So, bist du genau dort rein. Aber jedes Mal. Es ist wirklich so. So. Ja, ich habe meinem Papa heute einen Tee gemacht. Da hat er sich sehr gefreut. Oh, den könnte er noch zweimal aufgießen. Hast du ihm noch mal gemacht? Oh, okay.
Dann ist der Tee jetzt hinüber, voraussichtlich. Ja, und jetzt werde ich mit meiner Mutter einen meiner Fehlkauftees trinken. Und ich trinke einen meiner Lieblingstees. So richtig uncharmant, fällt mir gerade auf. Ja, und was es sonst noch gibt, so ganz auf die Schnelle. Ich habe auf jeden Fall meine Geburtstagseinladungsdinger endlich fertig. Man wird es nicht glauben, ist auch schon seit ein paar Monaten am Ziehen von meiner Seite her. Und jetzt habe ich den Text fertig und ja, das war es eigentlich soweit von mir. So viel gibt es gar nicht gerade zu erzählen, aber ich wollte euch auf jeden Fall das mit dem Handyvertrag erzählen. Ein bisschen was von Leo, dem kleinen Frechpelz. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich so auf die Schnelle sagen kann. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was bei euch so die letzte Zeit los war. Ich wollte gerade sagen, was bei euch gegangen ist, aber ich versuche es anders. Also, was bei euch so los war, könnt ihr mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich stürze mich wieder in irgendwelche trockenen Diskussionsrunden, weil das mache ich auch gerade viel zu viel. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich nicht schon wieder einschlafe, mitten im Satz. Bis dann, ciao!